Ich komme einfach nicht raus, weil ich die ganze Zeit von anderen Leuten doch vorgesagt werde. Wer die doch einfach dein Schild. Sind bei den M von Mensch. Rage. Ray Torino. In the Cappuccino. Wie viel Prozent Leben hat er noch? M Ach, von Mensch. Ich glaube nicht. 8%. Ja, um die 10 bis 8%. Echt nur noch? Voll, er... Boah. Ja, geht echt ultra schnell. Man merkt halt den Schaden der Leute einfach so sehr. Ja, ich habe ja jetzt Mana-Tränke gesoffen, meine 40 Stück, die ich hatte. Auch. Dachte mir, dass ich die für den Fight eher brauche. Als für den 15er. Ja, oh, um die 70. Mann, 80. Ist das euer Ernst? Oh. Mach weißt du, ich komm extra. Rein, wie er langt mich auf, wieder raus. Komm nicht, kann ich nicht. Ganz am Schluss haut der nochmal ultra raus. Keine Ahnung, was der da für einen Anfall auf einmal hat. Sagen wir bis jetzt schon die, ein paar Mal, dass am Ende nochmal die letzten Sekunden verstorben sind. So dass der Loot spannende bleibt wahrscheinlich. Der das Mitleid jetzt ist er gleich down. Bekommt. Nächsten paar Attacken. Oh Mann! Wer hat jetzt hat so, ich hab einen Grunil-Helm bekommen, im Ernst. Okay. Matsuyo. Jetzt ist er wieder der allergrößte Lacker. Jetzt ist er wieder der. Wer? Matsuyo. Okay. Ihr hat jetzt auch das zweite, oder nicht? Ja, ja. Und gab's kein... Achso, es sind noch ein paar tot. Mal abwarten, weil... Ich komme. Ich wollte gerade sagen, so. Weil es... Es wäre schon... Nachher bekommt die anderen Kugel Wert wieder haben. Zwei Schwarzstein Rüstung, vier Siegel des Jägers. Boah, die haben hier einen 15er gekillt. Na, wo ist er? Wo ist er? Lol, wie schnell waren nee, der tot? Achso, ja, wir waren, die waren ja unsichtbar. Und was hast du bekommen? Wissen wir ja nicht. Na, nur Goldbarren und Rüstungstein. Na, irgendjemand hat hier noch Loot liegen. Hier liegt noch einmal Loot. Also. Hier liegen zweimal Loot hinter Icecakes, liegt auch noch. Mann, ich hab gar keine Schwarzsteine gedroppt gerade. Ich hab jetzt 5 Schwarzsteine hier bekommen. Zusammen. Krass. Den beiden. Gar keine Schwarzsteine, nur Siegel. Wollen wir mal ein bisschen PK-Action machen hier, oder was? Nee. Oh, Alter! Also, ich will nicht noch eine Gilde als Feind haben. Und die sehe ich ganz schön häufig. Wobei, also wenn dann vergreifen Handel... dann... Ja, doch. Also immer Handel für 5, Rang 5, die will ihn töten. Wenn dann vergreifen wir uns an den Pferden hier, okay? Eins liegt noch. Also ich nur eins. Bei. Nee, zwei Dollar. Wer ist denn das? Ize. Kommt er denn? Wo ist er denn? Ja, eins wird gerade aufgehoben. Von irgendwas Star Tower oder so. Also, Decker. Decker. Kann man jetzt gehen oder was? Ja. Aber da liegt doch noch Loot. Ja, einer liegt noch. Ich muss noch looten. Mikrofon muted. Und? Mikrofon activated. Mein Hund sitzt direkt davor. Der schnüffelt schon drin. Wie oft wollen wir... wollen wir eigentlich anstreben, Gilmboss zu machen? Ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, jetzt zu, drüber zu reden. Bleib so. Okay. Also ich meine mal... Schade. Wirkt sich nur positiv für uns aus. Ja, klar. Nur, bedenkt, alles was ihr jetzt sagt, müsst ihr auch an Gildenmissionen wieder leisten können. Ja, ist ja klar. Heißt, dann machen wir gleich mal um 2 Tage in der Woche machen wir Gildenmissionen und dann Wobei, ein bisschen drauf, immer 2, 3 noch. Ja, eigentlich soll man am Tag, wenn wir 2 Gildenmissionen schaffen, dann können wir bestimmt auch 2-mal locker Gildenbosse machen in der Woche. Ja, möglich ist es. Also es gibt ja relativ einfach. Ich kann Mittwoch und Sonntags nicht. Ja, am Wochenende. Samstag, Freitag, Samstag ist bei mir schlecht, erst Sonntag ja, Abend. Freitag, Samstagabend könnte auch ein Problem werden. Ja, meine Freundin hat da, deswegen würde es halt wahrscheinlich nicht gehen bei mir. Okay, ich will mal ganz kurz essen. Jo. Ich bin schon mal auf. Ja. Ja, ciao. Jo, gut Nacht. Also, tschüss. Tschüss. User disconnected from your channel.
Also was ich aus dem Fight mitgenommen habe, war auf jeden Fall, ich wette, Ingo bekommt gleich wieder die Wertung. Ja, Ingo bekommt sicher gleich die Wertung. War da jetzt noch ein Liberto drin? Ah. Nein. Hä? Doch? Einer hat doch bekommen. Ja, hat Zuyo, wo nur eine. Also insgesamt war nur eins drin. Jetzt ist er wieder der allergrößte Lacker. Ja, du, das da die nimmt den also, Genie, ja. Sie setzt 2. Hey, du hast schon plus 12, Ingo. Du hast 2 hintereinander gedroppt. Du hast viel mehr gedroppt. Du hast schon einen antiken Waffenkern, schon diesen Ogerich-Dings. Ich bin so gefühlt, dass man Steiler kann, hat zu ihr aus Gilde Wirf und dann eine Woche gegen. Ja. Aber wir hatten bereits den Gedanken erwähnt, die Leute, die die Wertung haben, vielleicht doch nicht in die Gildenkämpfe mit einzubeziehen, wenn genug zusammenkommen. Damit andere Liberto kriegen. Als die Gildenboss, dann sind aber zu wenig Leute da mal. Ja, wenn genug da sind. Ich bin auch erstmal raus. Ciao Jungs, ne? Schönen Abend noch. Ja, ciao. Tschö. Tschö. Ja. Dann hat. Hä, dann hey, irgendwo ist es trotzdem. Der Anreiz ja. Dann besteht für viele der Anreiz nicht, hier Gildenquests zu machen. Ja, es ist halt das, ne? Ja, wo will trotzdem jeder den Boss mitmachen eigentlich? Die Liberto haben besteht noch kein Anreiz. Naja, die Killquest für die Liberto sind 300 und die Gildenquest macht mehr sowieso wegen Grinden. Naja, so will ich das jetzt nicht sagen. Also die Skelette da unten, die haben nichts gebracht. Gildenquest machst du einfach für die Gilde, weil du halt Gildenpunkte brauchst, nach vorne willst. Erstens könnt ihr zum Beispiel einen Sammler sagen, warum soll ich mitmachen? Mich interessiert ja Waffen nicht. Ja. Der keinen Anreiz daran sieht, bei einer Gildenquest mitzumachen, muss ja auch nicht in der Gilde sein, theoretisch. Doch, für immer Gildenkriege. Immer hat man halt keinen Bock, meint, dann sagt die keiner was. Ja, aber wenn man die gleiche Leistung liefert wie die anderen, dann hat man auch das gleiche Recht. Ja, mitmachen soll man sowieso überall. Dass du unter Petty Lacker seid, ist sowieso klar. Er muss ja noch nach Heide, stimmt. Ah, ich mach Autoreiten. Genau, erstmal AFK, denke ich.